Thema Pedibus. Freue mich, dass doch einige den Weg online da hierher gefunden haben. Wir werden, wie jetzt eben gerade besprochen, diese Sitzung aufnehmen, damit auch Eltern, die heute nicht die Gelegenheit und die Möglichkeit haben, dabei zu sein, das nachholen und nachsehen können und nachhören können. Ich möchte vorweg die Organisatorin und den Organisator der Aktion Pedibus vorstellen. Das ist einerseits der Jakob Binder, der die Initialzündung gemacht hat und mit dieser tollen Idee gekommen ist. Ich hoffe, sie findet ihren Weg in unsere Schule, den Weg zu Fuß, nämlich aller Kinder oder vieler Kinder. Und ganz herzlich willkommen auch Frau Dr. Anna-Maria Maul. Und zwar ist die Frau Dr. Anna-Maria Maul vom Klimabündnis Steiermark. Sie war schon an der Schule und hat erhoben, wie denn unsere Kinder in die Schule kommen. Sie ist diejenige, die heute Ihnen in Form oder mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation und Ausführungen dazu dieses Projekt gerne vorstellen wird. Und ich möchte jetzt eigentlich nichts mehr dazu sagen im Moment, sondern das Wort an die beiden eben genannten übergeben. Schönen Danke. Abend. Danke, Ulrike. Auch von meiner Seite schönen guten Abend nochmal. Wie gesagt, Jakob Binder, Vizebürgermeister von der Gemeinde und als Ausschussobmann für Raumordnung und Verkehr eben auch für solche Themen, die den Verkehr bei uns in Hartberg Graz verbessern sollen, zuständig. Und wie gesagt, seitdem jetzt meine Tochter auch in die Kinderkrippe geht und ich auch immer mit Bus oder zu Fuß unterwegs bin oder auch zuletzt mit dem Rad jetzt da, sehe ich das natürlich immer wieder auch, dass da viele Kinder schon zu Fuß unterwegs sind, mit den Eltern, aber auch mit dem Bus. Und wie gesagt, der Gemeinde ist es eben ein Anliegen, dass wir den Autoverkehr vor allem reduzieren, schaffen. Und da müssen wir meiner Meinung nach schon bei den Kleinsten anfangen. Und wie gesagt, wollen wir noch weitere Verbesserungen erzielen und eben das Programm oder das Projekt Pedibus, wie wir nachher noch hören werden, soll dazu auch einen Beitrag leisten. Vielleicht ganz allgemein nochmal zu den Zielen der Gemeinde im Verkehrsbereich. Sind quasi drei Ziele, die jetzt schon viele Gemeinden und auch Länder quasi verfolgen. Und zwar geht es einerseits von vornherein eben Verkehr zu vermeiden, indem man eben gute Raumplanung macht, sprich Gemeindeentwicklung so gestaltet, dass man nur dort bauen lässt und nachverdichtet, wo es eben zentrale Lagen gibt, wo man eben die Einkaufsmöglichkeit, die Schule, Freizeitangebote vor der Haustür möglichst hat, um das eben rad- und fußläufig erreichen zu können, aber eben auch entlang von bestehenden ÖV-Achsen, wo es einfach gute Qualitäten für den öffentlichen Verkehr gibt, damit man eben möglichst aufs Auto verzichten kann. Das versuchen wir eben auch, ist aber eher eine langfristige Maßnahme, wo wir eben noch einiges zu tun haben. Und im Bestand wollen wir einfach versuchen, eben den Autoverkehr möglichst zu verlagern auf nachhaltige Mobilität, eben auf öffentlichen Verkehr, auf Radfahren, zu Fuß gehen, vielleicht auch E-Car-Sharing, das wir bis jetzt im Zentrum erst haben, aber auch weiter ausbauen wollen, um eben möglichst wenig Autoverkehr zu haben und die Wege, für die wir das Auto nicht brauchen, eben alternativ zu bestreiten und somit für alle eine Entlastung zu bieten. Und zuletzt ist natürlich die Aufgabe auch, die Infrastruktur so zu verbessern, wo Autoverkehr einfach da ist und wo viele Verkehrsteilnehmer zusammenkommen, dass es möglichst verkehrsberuhigt und möglichst sicher gestaltet ist, damit wir auch da Verbesserungen für alle erzielen können. Und wie gesagt, da gibt es einige Dinge, die wir schon tun. Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Das ist einerseits eben der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wo jetzt vielleicht schon bekannt ist über die Medien, aber auch über die Gemeindezeitung, dass wir ab Juli 2023 da um einiges mehr Angebote in der Gemeinde haben werden, einen höheren Takt entlang der Bachern Hauptstraße ins Stadtzentrum hinein, aber auch einen Tangentialbus, der quasi über Raber und dort Magna Richtung Seiersberg, Feldkirchen eben fahren wird, um da den Pendlerverkehr etwas abzufangen. Und eben auch eine neue Buslinie soll es geben, die von Bahnhof in Hartberg Graz Richtung Zentrum und dann über Lustbühl in die Ragnitz und weiter bis zum LKH im Stundentakt fahren soll. Aber auch Radverkehr soll quasi forciert werden und da eben Radwege gebaut werden in den nächsten 4-5 Jahren. Hoffen wir, dass wir gemeinsam mit dem Land einen Hauptradweg entlang der Landesstraße zusammenbringen. Da sind eben die ersten Abschnitte schon in Planung und hoffen wir, dass wir nächstes Jahr in die Umsetzung kommen.
Und ich glaube, ansonsten eben auch Förderungen, die wir als Gemeinde bereitstellen, eben für die ÖV-Tickets, aber auch jetzt da wieder neu die Testmöglichkeiten, sogenannten Energiesparpiloten, um einfach mal für einen Monat austesten zu können, was es so an Alternativen zum Auto gibt und ob das etwas sein kann für den einen oder anderen. Und wie gesagt, ansonsten laufend eben Themen der Verbesserung der Verkehrssicherheit, also eben auch jetzt im Rahmen des Schulwegplans, den wir heuer erstellt haben und die Schule entsprechend noch allen Eltern zur Verfügung stellen wird, um eben den Schulweg gemeinsam zu üben und das richtige Verhalten an Gefahrenstellen zu erlernen. Und da haben wir eben auch einige Hinweise und Tipps bekommen, die wir versuchen werden, in den nächsten Monaten und Jahren auch umzusetzen. Das soweit von meiner Seite einmal. Darf jetzt die Frau Maul vom Klimabündnis Steiermark bitten. Danke auch für die Zeit, die eben zum Thema Kindermobilität einiges sagen möchte und dann konkret das Projekt Pedibus vorstellen wird. Danke, Frau Maul. Danke auch für diese einleitenden Worte zu dem tollen Engagement in Hartberg Graz, zur Volksschule Bachern speziell. Ja, mein Name ist Anna-Maria Maul. Wie komme ich zu diesem Projekt überhaupt? Ich habe eine Präsentation vorbereitet mit kurzer Vorinformation zum Projekt zur Kindermobilität und dann gehen wir noch kurz auf den Pedibus ein. Ich muss jetzt den Bildschirm teilen hier. Mal schauen, dass das funktioniert. So, jetzt sollten Sie das Titelbild sehen hier. Das Projekt an sich, über das ich jetzt hier dazugestoßen bin, das heißt Mobilitätsmanagement. Das wird finanziert schon seit vielen Jahren vom Bundesministerium für, derzeit heißt das Ministerium für Klimaschutz. Und soll helfen, letztendlich CO2-Tonnen einzusparen in Österreich zum Ziele des Klimaschutzes. Das mit diesem Projekt ist seit jeher das Klimabündnis betraut worden. Warum Klimabündnis? Wir sind ein Zusammenschluss von vielen europäischen Gemeinden mit der indigenen Bevölkerung im Amazonasgebiet mit dem Ziel, Regenwald und vor allem das Weltklima zu schützen. Arbeit in Österreich ist vor allem natürlich Bildungsarbeit und deswegen gehen wir auch in Schulen damit. Der Zusammenhang jetzt mit diesem Thema Mobilitätsmanagement ist ganz einfach, wenn wir uns anschauen, welchen Einfluss Verkehr auf die Treibhausgase hat. Denn rechts diese Grafik hier mit diesen roten Balken, das zeigt die Zunahme an CO2 bzw. CO2-Äquivalenten hier seit den 90er Jahren an, seit also es auch eigentlich sehr starke Klimaschutzmaßnahmen geben sollte und trotzdem starker Anstieg an CO2-Äquivalenten, insbesondere vom Verkehr. Ist also nach wie vor immer angestiegen und konnte noch nicht eingedämmt werden. Und Mobilität, Verkehr hat ja auch, fängt ja schon mit den kleinen Kindern heutzutage an. Und da ist auch letztendlich Bildungsarbeit deswegen vonnöten. Und so schauen wir uns bei diesem Projekt erst einmal an. Da kommt noch jemand dazu, sehe ich gerade. Sehr willkommen. Wir schauen uns bei dem Projekt erstmal an, wie kommen Schüler und Schülerinnen überhaupt zur Schule? Wie sind sie am häufigsten unterwegs? Und deswegen war ich Ende April einmal in der Schule vormittags und habe in allen Klassen, das heißt eine Klasse, die ist mir entwischt durch Religionsunterricht, habe ich nicht alle zusammen bekommen, habe ich in 11 Klassen durchgefragt, wie die Schüler an diesem Tag speziell in die Schule gekommen sind. Und das Ergebnis ist, warum geht es jetzt nicht? Dieses hier. An diesem Stichtag waren 158 Schüler also befragt worden. Und da zeigt sich schon, dass einige zu Fuß kommen, auch sehr viele mit dem Bus fahren, aber doch gut die Hälfte der Schüler sind mit dem Auto gebracht worden an diesem Tag. Und das ist dann doch schon bei 158 Kindern eine gewaltige Menge von Autos, die einfach vor das Schultor fahren und dort stehen bleiben, kurz stehen bleiben. Ich habe dann auch gefragt, wie die Schüler und Schülerinnen am liebsten zur Schule kommen möchten. Und da ändert sich das Bild dann. Da sehen wir, dass das Auto deutlich zurückgeht und die aktiven
Fortbewegungsmittel, also der aktive Schulweg in den Vordergrund tritt, dass da also doch sehr viele vor allem auch das Fahrrad nutzen möchten, nachdem Sie gerade den Fahrradweg angesprochen haben, der kommen soll, der ausgebaut werden soll. Also die Kinder selber möchten gerne aktiver unterwegs sein, als sie es derzeit sind. Wenn wir uns anschauen, wie es in Österreich überhaupt ausschaut, zahlenmäßig, das Verhältnis zwischen Autos und Kindern. Was meinen Sie? Wie ist das Verhältnis? Wie viele PKWs gibt es in Österreich? Wie viele Kinder gibt es in Österreich? Würden Sie da irgendwie eine Schätzung abgeben? Traut sich jemand etwas zu sagen? Sicher mehr Autos als Kinder. Definitiv, ja. Das ich glaube, zwischen 4 und 5 Millionen Autos, glaube ich, haben wir. Ich glaube, so viele Kinder bekommen wir nicht zusammen. Nein, das stimmt. Vor 40 Jahren hatten wir ein Verhältnis 1:1. Da ist auf ein Auto auch ein Kind gekommen. Damals gab es 2,3 Millionen PKWs. Heute, also Anfang der 20er Jahre, jetzt gute 40 Jahre später, hat sich das Verhältnis so verschoben, dass auf ein Kind bereits 3 Autos kommen. Insgesamt hat sich die Anzahl der Kinder auch verringert und die Anzahl der Autos also mehr als verdoppelt. Daher das Verhältnis jetzt 1:3. Und das ist doch ganz gewaltig und wirkt sich natürlich im Verkehr entsprechend auch aus. Und ich bin in sehr, sehr vielen Schulen tätig und habe auch selbst ein Kind und habe das auch immer wieder erlebt, natürlich vor allen Schulen. Und das hier ist etwas, eine Denkweise, die man häufig erkennen kann, ein bisschen, beziehungsweise ein bisschen ironisch natürlich auch. Es hat sich da so eine Mobilitätsspirale entwickelt, die wir jetzt wieder durchbrechen müssen. Warum? Du willst zu Fuß zur Schule? Denk an die vielen Autos, das ist doch gefährlich vor der Schule. Deswegen bringe ich dich mit dem Auto in die Schule. Das ist etwas, was, da stecken ganz viele Details drin in diesem Ausspruch. Und etwas müssen sich alle Eltern vor Augen halten, die ihr Kind selber aus welchem Grund auch immer mit dem Auto zur Schule bringen. Nämlich jedes einzelne Auto, auch das eigene, gefährdet die Sicherheit aller anderen Kinder und des eigenen Kindes vor der Schule. Das stellt man sich nicht so dramatisch vor, aber wenn man dann regelmäßig vor Schulen steht und das eine halbe Stunde lang beobachtet, was für Szenen sich da abspielen vor sehr, sehr vielen Schulen, dann ist das durchaus sehr dramatisch. Auch selber nimmt man das gar nicht so wahr. Und ich selber habe mir oft gedacht, ich möchte mich selber gar nicht als Autofahrerin dieser Gefahr aussetzen, vor der Schule stehen bleiben zu müssen. Mir kann ja ein Kind vors Auto rennen, das ich nicht gesehen habe. Also mir selber war dann eigentlich die Gefahr zu hoch. Aber das ist etwas, was vielen im Alltagsstress sicherlich auch gar nicht mehr so bewusst ist, was dieses direkte Aussteigen lassen vor der Schule eigentlich bedeutet. Wenn wir früher und heute vergleichen, natürlich wollen wir heute unsere Kinder nicht mehr eine Stunde lang zu Fuß gehen lassen. Das ist auch gar nicht notwendig. Elterntaxi ist aber auch etwas, worüber wir nachdenken müssen. Es gibt schon sehr, sehr viele Berichte, ob Elterntaxi den Kindern schadet. Wenn man da ein bisschen im Internet recherchiert, dann kommt ein etliches an Artikeln schon unter. Und es hat einmal einen Malwettbewerb gegeben, wo Kinder einfach nur ihren Schulweg aufzeichnen sollten, 7-jährige Kinder. Und da kam dieses Ergebnis dabei heraus. Das waren also so die Herzeigexemplare hinterher. Und ich glaube, da ist sehr schön zu erkennen, welches Kind wie zur Schule gekommen ist, welches mit dem Auto, welches zu Fuß gegangen ist. Und das zeigt sehr deutlich, dass ein aktiver Schulweg also auch eine Bewegungs- und Erlebnisquelle für die Kinder ist. Im Auto tun sie oft sogar noch dein Handy spielen heutzutage. Und dadurch sagen sogar schon Ärzte, dass deswegen die Kurzsichtigkeit gefördert wird, weil Kinder gerade in diesem jungen Alter viel zu viel auf Handys und Tablets schon schauen dürfen. Vitamin D ist hier angeführt, was Sie beim aktiven Schulweg haben, wenn Sie an der freien Luft sind, weil Sie dem Sonnenlicht mehr ausgesetzt sind. Bewegung natürlich. Kinder im Volksschulalter sollten täglich 60 Minuten Bewegung haben in mittlerer Intensität.
Es wird häufig nach täglichem Sportunterricht geschrien, aber dass auch der bewegte Schulweg da hier bereits also sportliche Bewegung sein kann, Bewegung, das geht dann leider oft verloren. Ein sozialer Faktor ist ganz ein wichtiger, wenn Kinder in der Gruppe zusammen zur Schule kommen. Lehrer können ganz deutlich feststellen, dass die Kinder aufnahmefähiger sind, wenn sie sich in der Früh wenigstens ein paar Minuten bis eine Viertelstunde, eine halbe Stunde bewegt haben, sind einfach konzentrierter dabei, zappeln nicht so viel herum, sind einfach aufnahmefähiger. Und letztendlich ist das der aktive Schulweg eine aktive Teilnahme im Verkehr. Und das sagen auch schon sehr viele Polizisten, dass sie das merken, wenn die Kinder zur Radfahrprüfung antreten, welche Kinder schon vorher aktive Teilnehmer im Verkehr gewesen sind und welche überwiegend im Auto gesessen sind, weil sie das einfach dann auf einmal auf dem Fahrrad nicht so gut einschätzen können, wenn sie zuvor nie aktiv im Verkehr wirklich als Fußgänger auch teilgenommen haben. Und das wird dann laut Polizei später dann gravierender, dieser Unterschied, wenn sie dann als 15-Jährige einen Moped-Führerschein machen dürfen und auf einmal das erste Mal aktive Teilnehmer gleich motorisiert im Verkehr sind. Also da fehlen laut der Polizei schon deutlich einfach Erfahrungswerte, die sie als in jüngerer Kindheit einfach als Fußgänger machen können im Verkehr. Und deswegen gibt es jetzt das Projekt des Pedibusses. Etwas, was vor 30, 40 Jahren noch selbstverständlich gewesen ist, dass Kinder zu Fuß zur Schule gehen, als es aber auch noch nicht so viel Verkehr natürlich gegeben hat, wird nun der Pedibus quasi als Bus auf Kinderfüßen hier unterstützt. Das heißt, Kinder sollen werden dazu animiert, in der Gruppe zu Fuß zur Schule zu gehen. Es gibt sogenannte Pedibus-Haltestellen, die wirklich ausgeschildert sind mit einem Schild, wo sich ein paar Kinder aus einer Siedlung zum Beispiel zusammentreffen können. Und von dort aus gehen sie zusammen zur Schule. Also es gibt dann wirklich auch einen Zeitpunkt, wo da quasi dieser Bus abfährt, abmarschiert. Und am Anfang ist eine begleitete Phase, in der Eltern, die sich freiwillig dazu melden, diese Gruppe an Kindern dann begleiten zur Schule. Auch mit entsprechender Signalkelle dann. Und in dieser begleiteten Phase, die jetzt für Bachern mit 6 Wochen im Herbst mal ausgeschrieben ist, lernen die Kinder dann unter dieser Erwachsenenbetreuung den Schulweg gut kennen. Wo müssen sie extrem aufpassen? Wie verhalten sie sich wo? An welchem Straßenübergang zum Beispiel? Und danach sollten sie also das gut geübt haben, damit sie weiterhin in dieser Gruppe dann zusammengehen können. Es gibt ja auch sehr viele Kinder, die schon zu Fuß gehen. Vielleicht können dann ältere Kinder, gibt es auch ältere Kinder, die ja bei so einem Pedibus schon mitgehen können und dann die Jüngeren auch weiterhin begleiten können. Zum Rechtlichen ist es so, dass die Kinder am Schulweg durchwegs natürlich unfallversichert sind durch die AVA. Und das Gleiche gilt auch für die Pedibus-Begleiter und Begleiterinnen und auch eine Haftpflichtversicherung im Sinne der Amtshaftung und Ehrenamtsversicherung des Landes ist also für die Begleiter des Pedibusses natürlich vorgesehen, damit die sich überhaupt trauen, mit einer Gruppe mit Kindern, mit fremden Kindern dann auch hier an der Straße entlang zu gehen. Das ist der Sinn und Zweck dieses Pedibusses. Prinzipiell sollten ja Kinder mit Eintritt in die Volksschule ein Alter erreicht haben, in dem sie fähig sind, sich selbstständig im Straßenverkehr als Fußgänger zu bewegen. Ist aber etwas, was natürlich auch geübt werden muss von den Eltern. Der Schulweg muss geübt werden und das ist oft natürlich ein zeitliches Problem. Es ist natürlich auch sehr häufig so, dass man aufgrund der Wohnsituation nicht zu Fuß gehen kann, weil man zu weit weg ist oder es auch keinen öffentlichen Bus gibt. Aber dann stellt sich die Frage, muss das Kind, wenn schon mit dem Auto, wirklich tatsächlich bis zur Schule geführt werden oder kann man das Kind ein paar hundert Meter weiter entfernt von der Schule aussteigen lassen, dass es dann zumindest noch ein paar hundert Metern sich so einem Pedibus anschließen kann oder andere Freunde trifft und dann also auch das letzte Stück zumindest zur Schule geht. Denn jedes einzelne Auto, das nicht vor der Schule stehen bleibt, ist ein Gewinn.
auch für die Kinder, die bereits dort sind, die mit Bus kommen, einfach weniger Verkehr, weniger Haltverkehr ist auf jeden Fall hier das Ziel. Einen Pedibus habe ich seit 2014 begleitet. In Gleisdorf hat sich da eine Gruppe zusammengefunden und das war jedes Jahr im Herbst ein paar Jahre lang der Fall, bis mittlerweile die Lehrerin, die das organisiert hat, mir erklärt hat, jetzt nach einigen Jahren des Organisierens ist es ein Selbstläufer geworden. Die Eltern wissen das bereits, es wird bei der Schuleinschreibung den Eltern schon mitgegeben, dass die Kinder zu Fuß kommen sollen. Und die letzten Jahre war kein Bedarf mehr. Die Eltern haben gesagt, ach, wir organisieren uns das untereinander, wir kennen eh ältere Schulkinder schon. Und es hat sich also so herumgesprochen, dass es dort in der Volksschule also das Ziel ist, dass die Kinder möglichst nicht mit dem Elterntaxi gebracht werden. Etwas, was natürlich dabei noch ganz wichtig ist, ist, dass die Kinder sich sichtbar machen sollen auf der Straße. Jetzt im Sommer auch möglichst. Im Winter natürlich ganz besonders, ob das Warnwesten sind oder nur irgendwelche Reflektorbänder. Auf jeden Fall ist das allen Eltern ans Herz zu legen. Schaut selber drauf, dass die Kinder auch wirklich gut sichtbar sind. Und eine Gruppe von Kindern im Pedibus ist auf jeden Fall sehr viel besser sichtbar, als wenn ein einzelnes Kind natürlich unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, auf das in Zukunft wieder mehr Kinder so unterwegs sein können dann bei uns für die eigene Gesundheit, für mehr Aufnahmefähigkeit und für eine, ja, ein schöneres und allgemein freundlicheres Stadtbild, wo Autos nicht mehr nur die Nummer eins sind. Soweit zum Thema Pedibus und Kindermobilität. Gibt es spezielle Fragen dazu? Das nochmal stoppen. Ja, ich habe schon eine Frage. Ja. Und zwar wird es dann ausgeschildert, wo solche Haltestellen dann beispielsweise sind? Wird es in der Gemeindezeitung oder in der Schule dann ausgehängt? Oder? Herr Binder? Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt eben versucht, eben über die Schule mal mit den Fragebögen Bedarf, Interesse abzufragen, haben meines Wissens bis jetzt eben nur 6 Rückmeldungen bekommen, wobei eben im Bereich Reinhard-Machel-Straße, Lindenstraße, glaube ich, 3 oder 4 Nennungen sind, wo wir sagen, wir wollen auf jeden Fall eben etwas anbieten. Unter den anderen Gemeindeteilen war es eben das Ziel, auch der heutigen Veranstaltung noch zusätzliche Interessenten zu bekommen und eben auf der Basis dann diese Haltestellen zu planen, sprich dort, wo viele Kinder sind, dass man entsprechend versuchen, diese Haltestellen einzurichten. Die würden dann entsprechend eben auch beschildert werden als diese Pedibus-Haltestellen und wir versuchen eben auch dann auch entsprechend für jeden Tag Begleitungspersonen oder Begleitpersonen noch zu finden. Es gibt auch Bereitschaft im Gemeinderat von einigen Personen, die da gerne ein paar Tage mitgehen würden und wie gesagt auch schon 3 oder 4 Eltern, die sich bereit erklärt haben, einige Tage zu gehen. Das heißt, das wird man entsprechend jetzt noch etwas laufen lassen. Wir haben auch jetzt in der Gemeindezeitung nochmal die Aktion beworben und im Laufe des Junis, dass wir dann einfach mal sagen, so für heuer haben wir diese Teilnehmerzahl und würden dann in die Planung gehen und entsprechend über die Schule das dann nochmal kommunizieren, Ulrike, gell? Ja, das hätte ich jetzt angeboten, dass man das jetzt auf jeden Fall noch einmal in Erinnerung ruft und noch einmal fragt, wer Interesse hat, sein Kind einerseits mitzuschicken und andererseits als vielleicht Begleitperson fungieren zu können. Habe ich noch eine Frage, weil ich gehe sowieso jeden Tag und ich habe mich auch angeboten zu gehen. Meine Frage ist nur, ich habe ein Kindergartenkind und ein Schulkind. Wenn jetzt nicht ich gehe, ist es dann auch sichergestellt, dass mein Kindergartenkind, wenn ich es jetzt mitschicke, weil sonst bringt es mir natürlich nichts, weil ich muss den Weg ja sowieso gehen, kann das dann auch die Begleitperson in den Kindergarten bringen, weil der kann natürlich nicht von der Schule abgegeben werden und selbst in den Kindergarten rübergehen. Das ist leider nicht möglich. Also dann, ja, genau, das wäre die Frage. Also ich denke, das wäre mit der jeweiligen Begleitperson abzusprechen und auch im Kindergarten bekannt zu geben, dann natürlich, dass an den Tagen jemand anderes das Kind bringt. Bringen ist eh nicht das Problem, wenn das Kind kommt, glaube ich. Also eher ist es ja das Abholen im Kindergarten.
Genau, die Frau, ich habe nur mit der Frau Haas im Vorfeld schon telefoniert und sie hat gemeint, ich soll das hier in diesem Rahmen ansprechen, weil sie mir vielleicht die Antwort dazu geben können. Aber das hängt vermutlich davon ab, wer sich meldet oder wie auch immer. Genau, ja, das kann man natürlich niemandem jetzt, man kann niemandem sagen, du musst jetzt das Kind dann noch in den Kindergarten bringen, aber der ist ja nicht weit weg, glaube ich. Ja, ist ja, glaube ich, daneben, oder? Recht daneben, ja. Genau, eben. Und ich denke, das ist nur die Frage der Kommunikation. Es wurde ja seitens der Gemeinde auch ausgeschrieben für Schule und Kindergarten. Also mir ist jetzt nicht bekannt, inwieweit die Kindergarteneltern davon Erkenntnis haben. Also gesagt, informiert sind sie auf jeden Fall worden, also vor allem die Kindergartenkinder des letzten Jahres, die quasi dann vor der Volksschule zu stehen. Zumindest ist es kommuniziert worden von der Volkshilfe, dass sie das auch weit verteilt haben. Also wir haben es nur von der Schule bekommen. Okay, nur von der Schule bekommen. Ich habe nächstes Jahr das letzte Kindergartenjahr hat, deshalb bin ich mir ziemlich sicher. Also, werde dann auf jeden Fall nochmal nachhaken, dass wir das zumindest auch nochmal eben informieren. Und das andere, was wir noch bedenken müssen, ist einerseits temporär, also wie gesagt, die ersten 6 Schulwochen sind jetzt, glaube ich, angedacht. Das heißt, danach müssen wir auf jeden Fall wieder schauen, wie man das mit dem Schulweg oder Kindergartenweg dann macht. Und das andere war eben auch dadurch, dass ja die Schulzeiten durchaus dann vielleicht unterschiedlich sind, aber bei den Erstklassen vielleicht nicht, aber wenn vielleicht andere Kinder auch mit dabei sind aus anderen Schulstufen, dass am Nachmittag das vielleicht nicht immer mit dem Schulschluss zusammenpasst und das mit dem Koordinieren vielleicht schwieriger wird. Das heißt, das wäre an sich mal angedacht und vor allem für den Hinweg, das jetzt mal macht, die Aktion. Ob sich dann selbst organisiert, dass dann quasi auch für den Rückweg das so funktioniert, ist noch ein bisschen offen, aber das wäre jetzt, glaube ich, der Gedanke gewesen von Maul auch aus der Erfahrung, dass man es für den Schulweg zur Schule. Also die Pedibusse, die ich kenne, laufen alle nur in der Früh, weil einfach die Kinder so unterschiedliche Schulaus haben, beziehungsweise viele in der Nachmittagsbetreuung sind und da keine einheitliche Zeit möglich gewesen ist. Aber wenn sich dann, wenn man diejenigen kennt, die gerne zusammen und gerne gehen, die ja die gleiche Richtung haben, dann lässt sich das ja auch dann leichter individuell arrangieren. Also muss einmal in der Stein ins Rollen kommen, dass man weiß, die und die würden gerne zu Fuß gehen und dann lässt sich da vielleicht für nachmittags auch etwas arrangieren. Ich denke, es ist ein Projekt, das beim ersten Mal immer klein anfängt, dann aber mit der Erfahrung wächst und im nächsten Jahr, wenn man das dann schon wirklich beim allerersten Schuleinschreiben dann auch den Eltern kommunizieren kann, dann, wenn man sagt, es gibt schon eine Linie und dann wird es auch von Jahr zu Jahr natürlich einfacher und leichter. Das wäre das Ziel. Genau. Ich habe noch ein Feedback, weil mit anderen Eltern, mit denen ich gesprochen habe, denen war nicht ganz klar, dass sie sich auch für einzelne Tage melden können. Okay, die haben dann gemeint, sie wollen sich nicht für eine ganze Woche verpflichten, jeden Tag. Ja. Ich weiß nicht, also man hat es rauslesen können, wenn man wollen aber vielleicht könnte man das nochmal ein bisschen fetter drucken, dass ja auch einzelne Tage helfen, wenn jetzt gerade von gewissen Regionen mehrere sich melden und dann braucht man ja nur 5, dann hat jeder einmal zu gehen und es wäre ja auch schon einfacher. Genau. Also das ist mir noch aufgefallen als Feedback. Dankeschön. Also wir haben genau den Punkt bei der Überarbeitung auch mal angesprochen, darum haben wir es nochmal umgeschrieben und geschrieben an ausgewählten Tagen und eben einzelne Tage zu ankreuzen, aber versuchen wir nochmal klarer dann vielleicht zu formulieren, dass wir das Formular nochmal anpassen, wenn wir es tatsächlich jetzt nochmal ausschauen. Entschuldigung, ich würde noch gerne was sagen und zwar, ich habe ein Kind auch im Kindergarten, eines in der Schule und im Kindergarten ist definitiv wirklich nichts ausgeschickt worden, wir haben auch nichts bekommen, es war nur rein über die Schule, also erste und dritte Klasse. Danke für die Rückmeldung. Wie gesagt, meine Info war, dass es weitergegeben und ausgeteilt worden ist. Aber wenn nicht, also dann werde ich dann nochmal nachgehen. Ja. Wir haben es im Kindergarten auch erhalten. Also meiner ist jetzt im letzten Kindergartenjahr und wir haben es gekriegt. Also spannend. Okay. Vielleicht war das gruppenabhängig, aber. Also grundsätzlich jetzt geheißen eben an die Kindergartenkinder, die eben das letzte Kindergartenjahr haben und jetzt im Herbst in die Schule kommen, dass es an die verteilt wird, aber vielleicht ist da was daneben gegangen, wenn es nicht alle bekommen haben, aber ein paar doch. Ne? Aber wie gesagt, werde ich nochmal nachhaken und nochmal bitten, dass wir da vielleicht nochmal auch in die Abfrage gehen. Ja? Also bei der Abfrage in Bezug auf die Begleitung des Pedibus sehe ich auf diesem Formular schon, dass die Tage auszuwählen waren. Mhm.
Können Sie sich vorstellen, einen Babybus an ausgewählten Tagen vor Schulbeginn zu begleiten? Ja, nein. Und dann Montag bis Freitag anzukreuzen. Also vielleicht ist das falsch verstanden worden, aber ich denke, das gehört noch einmal erhoben. Mhm. Na gerne, also dann noch mal die UGHs was entwerfen, einen Fragebogen, der jetzt aufgrund dieser neuen Fragen, die entstanden sind, ein bisschen adaptiert ist und wir dann doch ein bisschen mehr an Infos an die Eltern weitergeben können und vielleicht auch dann mehr Rückmeldungen dadurch bekommen. Mhm. Na, auf jeden Fall, also gesagt, einfach noch ein Beisatz vielleicht dazu, ne? Also dass auch einzelne Tage begleitet werden vielleicht kann. Vielleicht so. Könnten wir das überhaupt dann datumsweise dann auch machen, dass wirklich von allen 6 Wochen Montag bis Freitag ausgewählt werden kann. Vielleicht kann jemand in der einen Woche an den Tagen, in der anderen Woche an den anderen Tagen. Das ist es auch nicht generell jede Woche am selben Tag, sondern dass das auch variabel zum Ankreuzen ist. Wie gesagt, im Detail einzuteilen, ist es dann quasi auch jeweils in den einzelnen Gruppen, ne? Also für die gleichen Strecken. Ja. Weil wie gesagt, dass man da auch versucht, eben da ein Backup zu haben, ne? Wenn jemand mal kurzfristig wegen Krankheit oder so ausfällt, dass man sich das dann kurzfristig organisieren kann auch, ja? Da muss natürlich Kontaktliste vorhanden sein, dass man kurzfristig das managen kann. Aber danke fürs Feedback, ja? Das heißt aber zur Organisation, es würde dann sowas wie WhatsApp-Gruppen geben mit den Eltern der Kinder, die sich gemeldet haben, mit denen man sich dann abspricht, oder? Ich glaube, es wäre zielführend eben auch, wenn Kinder vielleicht mal krank sind, dass man da auch irgendwie die Info in der Gruppe hat, ne? Also das wäre die Idee, dass man dann wirklich in den kleinen Gruppen vielleicht in WhatsApp oder welche Plattform dann quasi genutzt wird und alle verfügbar haben, dass man da auch quasi kurzfristig das machen kann. Weil wie gesagt, wenn die Kinder dann auch zu spät kommen zur Haltestelle, ne, müssen trotzdem alle weitergehen, dass man da irgendwo zumindest weiß, ne, hat es funktioniert oder nicht, wäre das sinnvoll, ja. Ja, nein, das ist es auf jeden Fall. Wenn das jetzt so eine kleinere Gruppe am Anfang ist, ist es ja auch leicht möglich, wenn es, also das habe ich in anderen Ortschaften miterlebt, wenn es dann 10 Kinder mitgehen sollten und 2 zu spät sind und die Eltern sich dann aufregen, der Bus hat nicht gewartet, aber da muss man dann sagen, dass es bei so einer Größe, dann ist es einfach, ist es ein Bus wie ein öffentlicher Bus, der fährt auch pünktlich ab und wartet nicht, weil er weiß ja auch nicht, ob jetzt noch 1, 2 Leute kommen oder nicht. Also das ist dann auch die Eltern dann auch gefragt, dass das natürlich dann auch so gehandhabt werden muss. Vielleicht kurze Frage von meiner Seite. Wer ist denn von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen schon mit dabei und hat Interesse bekundet und wer vielleicht noch nicht? Jetzt müssten alle aufzeigen, weil die Frage war blöd gestellt. Jetzt sind auch diese Reaktionen. Wir haben beide Interesse bekundet. Genau. Und sind beide aus der Holzerhofstraße. Genau. Und auch schon bekundet quasi. Und ich habe ein E-Mail hingeschickt auch. Ja, super, ja. Aber die Namensliste habe ich noch nicht, ich habe nur die Personen und die Orte quasi. Ja? Ja, wir haben auch schon das Formular ausgefüllt und hingeschickt. Mhm. Also gleich für 2. Burschen und wir sind in der Rheintalstraße, da direkt am Eck von der Lindenstraße. Okay, ja. Zu Hause, also. Ja, also wir haben auch für den Fabio das ausgefüllt und hingeschickt. Wir sind aus der Kirchengasse und wir hätten da auch Interesse dran. Wäre da die Möglichkeit, nachdem die Kirchengasse doch recht weit weg ist und der Fußweg von dort auch glaube ich, nicht wirklich ganz managebar, dass Sie... Nein, zu Hulzerhofstraßen kamen die schon. Das wäre jetzt ein Problem, weil ich muss mit dem Auto nach Seiersberg-Birka fahren. Also da habe ich leider Gottes keine andere Möglichkeit. Aber zu Hulzerhofstraßen kann er den durchaus bringen, weil es dort halt wirklich recht gefährlich ist. Es gibt keinen einzigen Fußgängerüberweg. Es ist über 80er. Also schwierig. Das letzte Stück hinunter zumindest dort, ja? Bis zu Hulzerhofstraßen, da müssen wir den halt bringen. Aber dann Das heißt, bei der Kreuzung Holzhofstraße, Roberti-Straße wäre das, oder fahren Sie die Holzhofstraße hinunter, dass quasi da beliebig jeder Standort in der Holzhofstraße möglich wäre? Je nachdem, wo in der Holzerhofstraße dann der Babybus... Die Haltestelle wäre, gell? Die Haltestelle wäre, ja. Also okay, ja. Es ist ja der Anfang der Holzerhofstraße auch noch relativ weit oben, sodass das Paar schon weiter Schulweg ist. Sehr weiter Schulweg wäre, denke ich. Das haben wir schon eine halbe Stunde, glaube ich, fast unterwegs, gell? Bisschen weiter unten vielleicht. Wo ich mir vorstellen kann. Also wir wären beim Bahnübergang in der Holzerhofstraße. Also relativ weit unten, genau.
Ja, das ist wirklich sehr weit unten. Aber da können wir schauen. Also, aber wir nehmen zumindest mit, dass es bis zur Holzhofstraße geht. Wo es genau sein wird, werden wir dann nochmal im Detail vielleicht dann abklären. Okay. Aber es sind quasi alles Teilnehmerinnen, die quasi Interesse bekundet haben. Oder ist noch jemand Neues dabei, der noch nicht sich gemeldet hat bei der Gemeinde? Ich habe mich nicht gemeldet bei der Gemeinde. Ja. Weil ich wohne in Audal, also ich kann es jetzt von daheim aus schicken. Okay, ja. Ich habe bis jetzt noch nicht rausgehört, dass es einen Babybus von der Richtung gäbe. Das ist eher Richtung Graz rein dann. Also an sich ist das eben von alle Richtung zur Schule, aber wie gesagt, das ist ein bisschen abhängig von der Anzahl. Also es wäre einfach nur wichtig, dass wir vielleicht eben 2-3 Kinder haben und entsprechend genug Betreuungspersonen, weil wie gesagt, ansonsten müssen wirklich dann einzelne Eltern jeden Tag gehen. Und wie gesagt, da ist die Frage, ob das machbar wäre. Aber wie gesagt, grundsätzlich mal vielleicht, wenn Interesse da ist, einfach bei der Frau Uschi Haas, ich schicke dann nachher noch mal in den Chat die E-Mail-Adresse, beziehungsweise ist das eben in der Gemeindezeitung auch in der aktuellen nochmal drinnen, dass sie da einfach ihr Interesse bekunden und ob wir dann in dem Gebiet auch einen Babybus zusammenbekommen, schauen wir dann einfach noch, wenn wir jetzt nochmal eine zweite Deadline ausschicken, hätte ich gesagt. Mhm. Und die Detailkoordination, wie gesagt, wenn wir dann einfach die Betroffenen nochmal informieren, da gibt es dann eh die Kontaktdaten mit dem Formular. Frau Eibler, am 31. ist ja der Schnuppertag für die Erstklässler, da könnte man das vielleicht da noch einmal sagen oder vorstellen, vielleicht irgendwie. Am 31. haben wir nicht geplant, dass da eine Elterninformation stattfindet, weil da beschäftigen wir uns ja mit den Kindern. Wir haben dann am 27. glaube ich, Juni, es ist ein Montag, einen Elternabend und da wird es auf jeden Fall ein Thema sein. Da wissen wir dann auch schon mehr. Wenn ich am 31. schon mehr weiß, kann ich natürlich informieren, aber bis dorthin ist nicht mehr lang und ich fürchte, da wird sich noch nicht viel mehr ergeben als das, was wir heute wissen. Mhm. Aber vielleicht könnte man die Zettel austeilen, weil dann kriegen es wirklich die Erstklässler wirklich alle. Grundsätzlich sollten es auch alle über den Schoolfox bekommen, weil die habe ich lückenlos erfasst. Aber wenn ich was habe, gerne natürlich, ja. Zumindest nochmal ansprechen, nochmal erinnern und ein paar vielleicht mithaben, ein paar Formulare. Also, dass man sich nicht zu viel Zeit dafür nimmt, aber zumindest nochmal informiert, die Möglichkeit gibt. Und wir würden schauen, dass wir wahrscheinlich bis Mitte Juni eben sagen, okay, bis dorthin sollen sich alle melden, dass wir dann die Babybusse einteilen und wenn dann noch jemand spät dazukommt, kann man zumindest noch bei bestehenden Babybussen sich anmelden. Ich denke, das ist ein wenig Aufwand, aber ob wir dann nochmal neue aufmachen, also irgendwann müsste man einfach die Info, glaube ich, vor den Ferien noch rausschicken an alle Eltern, damit es dann quasi fertig organisiert ist, ne? Und dann nur mehr in die bestehenden Babybusse, die wir dann wirklich festlegen, Kinder aufnehmen, ne? Es wäre schon schön, wenn das funktionieren könnte. Mal mit einer kleinen Gruppe oder 2 kleinen Gruppen. Und wenn das in Gleisdorf ein Selbstläufer werden konnte, warum soll es bei uns nicht funktionieren? Man darf nur nicht zu groß anfangen, glaube ich. Also mal die ersten kleinen Schritte zu machen, ist ganz wesentlich und es spricht sich bestimmt herum. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also ich schicke jetzt nochmal die E-Mail-Adresse von der Frau Haas. Darf ich nur ganz kurz noch sagen? Und zwar, wir haben ein Kindergartenkind, das kommt im Herbst in den Kindergarten. Das heißt, wir hätten dann 3 Kinder, die mitgehen würden. Nur zur Planung. Und die Kleine, die heißt Sarah Ablasser. Also zu Corinna und zu Annalena eben das Mädchen noch dazu. Anfang Kindergarten, jetzt ein Pflichtkindergarten, ja, oder 3 Jahre alt? Nein, die ist noch kleiner. Die ist jetzt 3, also nach 4. 4 ist im Herbst, 4. Dass wir da schauen, Frau Maul, wie da die Empfehlungen sind jetzt von kleinen Kindergartenkindern, ob das jetzt quasi machbar ist oder separat ansprechen. Gell? Ja, also es müsste abgesprochen werden, einfach besprochen werden mit den Betreuern, denke ich. Ja, stimmt, ja. Ja. Frau Ablasser, könnten Sie das dann trotzdem nochmal der Frau Haas schicken, dass wir es einfach dokumentiert haben, weil wie gesagt, sie nimmt die ganzen Sachen auf, dass es noch ergänzt wird, ja? Okay, gut. Das, danke. Gibt es noch weitere Fragen oder eben? Ich würde da vorschlagen, vielleicht Mundpropaganda zu machen, die Eltern zu ermuntern, darüber zu reden. Ich glaube, das hilft immer. Das ist sicher die beste Weise immer, ja, dass man die Dinge an den Mann, an die Frau bringt. Weil jetzt ergeben sich ja wieder vielleicht ein paar mehr Gelegenheiten, einander zu treffen und wirklich persönliche Gespräche zu führen. Da kann man auch über solche Dinge reden. Also ja,
Ich hoffe, dass es dieses Blatt bald geben wird, dieses Erhebungsblatt, das neue, weil je schneller, desto besser und desto besser können wir organisieren. Ja. Und ich warte einfach drauf und mache will ich heute noch zusammenfassen und der Ursula in Auftrag geben, das ist der schick, dass wir es nochmal verteilen und eben auch das mit dem Kindergarten nochmal anregen und wie gesagt gerne auch weiter verbreiten. Da vielleicht ganz zum Schluss nochmal eben darauf hinweisen, ich habe es heute schon gesagt, der Schulwegplan, den wir eben gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und der AUVA auch gemacht haben, wo wir versucht haben, eben den Schulweg in näherer Schulumgebung zu beschreiben und auf Gefahrenstellen hinzuweisen. Ich darf das jetzt ganz kurz einmal zeigen auch. Der ist, wie gesagt, noch nicht veröffentlicht. Es gibt dann quasi die Homepage schulwegplan.at, wo eben alle Schulwegpläne der Steiermark entsprechend auch veröffentlicht werden. Und da ist er noch nicht drauf, aber wird demnächst dort online gestellt werden. Und wie gesagt, die Volksschule wird entsprechend den auch nochmal verteilen. Ist eben das Ziel, dass eben die Eltern eine Unterlage haben, wo sie gemeinsam mit den Kindern den Schulweg üben können. Ich gehe jetzt nicht ganz in die Tiefe hinein, aber wie gesagt, es sind dabei einleitende Worte zu dem Thema. Und man sieht eben da, beim S, dass wir die Schule eingezeichnet haben auf einer Übersichtskarte mit den verschiedenen Wegen, die ungefähr 15 bis 20 Minuten jetzt mal abgefasst sind und eben die Gefahrenstellen dann im Detail beschrieben sind, da nummeriert und dann unten eben mit Foto einmal kurz dargestellt und eben das richtige Verhalten an diesen Stellen, Empfehlungen mit dabei. Da sind, wie gesagt, die Eltern auch zu Hause das Ganze üben können und auch mal gemeinsam, damit man auch außerhalb von der Aktion Pedibus einfach die Möglichkeit hat, die Kinder darauf vorzubereiten. Das nur kurz zur Info, wird eben von der Schule entsprechend noch ausgeschickt und werden wir auch auf die Gemeinde-Homepage stellen. Und ansonsten, wie gesagt, auf schulwegplan.at soll es in den nächsten Wochen auch online sein als Vorbereitung für den Herbst. Das sage ich noch ganz kurz dazu. Ich habe mit dem Herrn Lipitsch telefoniert vom Kuratorium. Am 20. Juni kommt er zu uns in die Schule und überreicht uns quasi diese Schulwegplan. Pläne. Die ersten und zweiten Klassen werden vermutlich dabei sein, schauen wir mal. Und alle Kinder werden das bekommen. Okay, super, auch ausgedruckt, gell? Ausgedruckt. Und die sind dann auch für den Elternabend, für den ersten, für die Schulanfänger bereit und werden auch dort ausgeteilt werden. Also die gibt es schon, diese Pläne. Sehr gut. Zum Schulweg wollte ich noch was fragen. Also unser Schulweg geht ja da an der Lindenstraße entlang und eben die Gefahrenstelle ist eigentlich hauptsächlich da beim Gasthaus, die Parkplatz, ja. Ja. Und gibt es da irgendwelche Überlegungen, das zu entschärfen, dass man zum Beispiel den Gehweg zumindest markiert, weil ganz oft am Nachmittag, wenn da viele Autos stehen, wird wirklich so geparkt, dass da eigentlich nicht einmal mehr 20 Zentimeter übrig sind, ja. Die Stelle ist bekannt, ja, haben auch schon einige Rückmeldungen bekommen. Wir haben auch schon Kontakt aufgenommen mit den Verantwortlichen von Land bzw. von der Bezirkshauptmannschaft. Es ist leider so, dass das Ganze dort ein Privatgrundstück ist und das Landesstraßengrundstück hat dann, glaube ich, nur mal einen Meter Streifen, der eben Teil dieses Parkplatzes vom Gasthaus ist und ist eben zu wenig breit, um offiziell dort einen Gehweg auszuweisen. Das heißt, wir können da eben nur mit der Gasthaus oder der Pächterin vom Gasthaus oder der Grundstückseigentümerin versuchen, da irgendwie Einvernehmen einer Lösung zu finden. Also wir können da quasi uns das als Gemeinde nicht durchsetzen und wie gesagt, bis jetzt war da die Bereitschaft nicht so groß, werden aber trotzdem mal versuchen, da Möglichkeit vielleicht zu schaffen, dass man zumindest vielleicht vor den Autos, also zwischen Gasthaus und den parkenden Autos vielleicht da einen Randstein zu setzen oder so, dass die Autos nach wie vor parken können, aber vielleicht dieser Weg vorne gesichert bleibt und das vielleicht so lösen könnten. Und das wollten wir eben der Eigentümerin nochmal vorschlagen und hoffen, dass wir da auf offene Ohren stoßen, aber wie gesagt, sind da leider ein bisschen abhängig von den Grundstückeigentümern dort. Das ist ein Punkt, eine Gefahrenstelle am Schulwegplan, die Punkt Nummer 6 ist das. Ja. Genau, ja, also beschrieben ist das, dass man im Acht geben muss, aber ich kenne selber auch jetzt eben, also Zeit also mit dem Kinderwagen, ist oft schwer vorbeizukommen, dass man dann wirklich auf die Straße ausweichen muss, auch wenn dann die großen Autos dort stehen. Aber wie gesagt, wir sind dran, das Problem ist bekannt, aber wie gesagt, können es leider nicht alleine als Gemeinde umsetzen und sind da auf den Goodwill angewiesen. Das haben auch einige Kinder bei der Schulbefragung durch mich bemerkt, diesen Punkt. Genau, ja. Danke. Bitte gerne. Gut, wenn es ansonsten keine Fragen mehr gibt, wären wir, glaube ich, für heute am Ende. Sage ich auf jeden Fall danke fürs Dabeisein
Und wie gesagt, gerne bei den Eltern von den Schulkindern auch Werbung machen, dass wir noch ein paar dazu bekommen. Und wie gesagt, wir werden versuchen, dass wir bis Ende Juni das auf jeden Fall soweit eingetaktet haben, dass wir noch vor Schulschluss dann eben die Aktion soweit organisiert haben, dass wir dann in diesen Kleingruppen die Details besprechen können und hoffentlich auch noch ein paar Begleiter und Begleiterinnen finden, damit wir es möglichst gut aufteilen können. Da sage ich nochmal danke, Frau Maul, und danke, Ulrike, danke fürs Organisieren und dabei sein, und wünsche allen noch einen schönen Abend und bis bald. Ja, ebenso. Dann, ich bedanke mich auch fürs Engagement, vor allem Jakob, bei dir, auch sehr Frau gerne. Maul, und an alle Eltern, die sich da engagieren werden. Die Ramona habe ich heute gar nicht extra begrüßt. Ich glaube, sie ist auch eine, die sich engagieren wird diesbezüglich und mich immer auch unterstützt diesbezüglich. Ja. Wenn es von Ihrer Seite nichts mehr gibt, wünsche ich auch noch einen schönen Abend. Einen schönen Abend noch. Danke. Danke schön. Dankeschön. Dankeschön.